versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher aus so einem Luftschiff. Pech gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt, aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir und schnall dich ordentlich an! Ja, also. Hol die Luftschiffe runter, damit der Weg zu unserer Bomber frei ist. Uah. Kein Problem! Sichere nach hinten! Gut, dann holen wir jetzt mal die Luftschiffe runter. Begeisterung im Zaun. Ballon erledigt. So, danke, Adler, okay. Nächste Ballon. Und der letzte. Wow. Ich sehe sie! Wir müssen sie schnell außer Gefecht setzen. So. Die Pilote da noch runterhole. Lass mir da mal unsere Ruhe hinten. Da, der Ringe. Ja. Ja, ja, wir müssen zuerst da hin. Boah, das ist gar zu einfach da hin und so. Ja! Hat schon wieder beinahe schier Crash wieder hingelegt. Die Abwehrwagen sind immer noch da unten. Geh ab, wenn's geht, damit wir uns um sie kümmern können. Ah, wie gefällt dir das, du Idiot? Gut, ein Geschütz weniger, das uns Sorgen macht. So. Ein Geschütz weniger, aber. Heiz diesen Wagen ordentlich ein. Du hast ihn erwischt. Es ist manchmal gar nicht so einfach hier. Manchmal gar nicht so einfach. So viele Flugstunden haben wir doch noch gar nicht. Jetzt! Wir müssen etwas gegen die Flachs unternehmen! Es sind nur noch ein paar Flugabwehrwagen übrig! So, nochmal eine neue Angriffsstarter hier. Aua, 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 aua! Das war jetzt gerade voll die Breitseite. Wie schießt da noch welche? Mal gucken. Heiz diesen Wagen ordentlich ein. So. Geschafft! Gute Arbeit! Die Bomber sind hier! Folge der Bomberformation. Halt die Jäger von ihnen fern. Kein Problem, Wilson. Gut. Reicheste Staune. Also. Jetzt müssen wir unsere Bomberbahne beschützen. Wow. Sie müssen es zur Festung schaffen, sonst scheitert die Mission. Ich weiß, ich weiß. Jeremy hat uns im Fadenkreuz. Ich fest und werd nicht melodramatisch. Yo. Halt durch. Boah, das ist gar so einfach, da die Bomber zu beschützen. Die nicht immer so die nasse Sekte hat er von links runter hakelt, der wird. Da hat er. Bingo.
Noch, ja, noch. Kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Die Krauts haben wohl unendlich viele Jäger, was? Ja, das frage ich mich, wo die Valerzäge sind. Also die feindliche Jäger attackiere. Komplett vergessen, dass wir da Hanne wieder an uns das Ding wieder richten müssen. Boah, sag mal, wo ist da jetzt hin? Das sieht aber brutal windig da, ne? Boah! Ladehemmungen! Ja! Volltreffer! Herr Stotter! Ja, der kommt auf die Liste! Meine Kopf rumdrehen wieder. Abschuss bestätigen, Wilson! Ja, Abschuss bestätigt! Nächste Bomberwelle kommt! Wollen wir sie mal eskortieren? Dass man den Kollegen da ausschaltet, da hat er vielleicht kriegen wir noch. Wow. So, wo sind unsere Bomberkollegen da? Ja. Warte. Oh, schiebe gleich noch. Schneider. Ah, wie schräg. Ah, kurz vorm Ziel. Wenn wir nicht zuerst als erstes draus sind, da Hanne. Die holen wir uns auf jeden Fall da nicht zuerst. So, jetzt pass auf, jetzt holen wir uns zuerst da Hanne die. So leicht ist der Feindbeschuss. Kriegen wir jetzt endlich mal die Dinger da an. Den holen wir auf jeden Fall da an auch mit runter, weil sonst Gott ist der da noch weit auf der Hochzipfel. Wartungsarbeiter durch hier da, ne? So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir. Holen wir jetzt erstmal die Hand in die Flugschütze da, ne? Weil die holt uns definitiv unsere Kollege runter. So, da Hanne wartet noch einer.
Ja! So. Wow! Ja! Sag ja, wir als Pilot, das ist da müssen wir uns zuerst noch weniger dran gewöhnen, ne? So. Definitiv gucken, dass man jetzt oder wegen unsere Kollegen da haben, wegen Schutz nehmen. Ah, dann holen wir halt so runter. Ja, ja, Kopf einziehen, das ist so einfach. Komm schon! So! Also, jetzt gucken wir mal, dass wir die feindliche Jäger da einmal ausschalten können. Flugzeugle da haben sie nicht so gerade die schnellste. aber dafür wendig wie Sau da. Oh, der Witzke. Also es wundert mich gar nichts mehr, dass die Kollegen da haben bloß über Überlebenschance von höchstens 17 Tagen hätten. Wow. Wow, wie die Steuerung da nicht so schwammig wäre. So. Vogel abgeschossen. Ich hab doch gesagt, ich kümmere mich um dich. Ja, die holen sich schon mal gegenseitig von der Hanna. Auch recht. Ach, was soll's. Ah, Hanna, ist noch einer. Nein, nein, nicht wie wir. Diesmal nicht hier, Kollege. Jungs, jetzt komm, schmeiß ich das Ding runter, aber rucki zucki. Geh mit der Festung der Rest an. Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Pech für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Okay, das heißt, jetzt sind wir abgestürzt. Was für ein Haufen Scheiße.
Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder und gucken nochmal, wie in der nächsten Folge es weitergeht. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis. Ciao miteinander.